Yeah, all right, okay, okay, yeah. Oui, d'accord, ok, bien, oui. Und damit einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu den LOL-Resivo, besten Format in Skyrim. Fakt ist, dass der 9.7er-Patch draußen ist und haben sich auch wieder viele Dinge verändert. Und die Playoffs, meine Damen und Herren. Ja, wir können sie riechen, das Finale ist nicht mehr fern. Im Solo-Queue ist aber immer Krieg. Ja, das ist einfach schlimm. Das heißt, wir schauen jetzt mal auf den Champion, der konsistent gut war. Das bedeutet der Champion des Patches. Und da habe ich mal ganz spontan Urgot genommen. Denn Urgot wurde in diesem Patch genervt und man hat selbstverständlich Konsequenzen gemerkt. Einige Zahlen, gerade auch Winrate-mäßig, sind runtergegangen. Trotzdem ist er aber noch auf einer stabilen Ebene. Entscheidend ist ja, oder wahrscheinlich ist es der Traum von Riot, ihn auf 50-50 zu bekommen. Der Traum der 50% Winrate, der ist ja irgendwie da, aber irgendwie auch nicht. Das heißt, Urgot kommt mit diesen Änderungen trotzdem gut klar. Okay, er musste angepasst werden, das habe ich auch so gesehen und ich liebe ihn. Das ist mein absoluter Main. Okay, Urgot ist lächerlich schön. Das macht einfach dumm viel Spaß. Na, und ich habe ihn auf dem neuen Patch auch gespielt und habe die Veränderung nicht wirklich gemerkt. Ich mähe mich trotzdem durch das gesamte Team durch. Selbstverständlich ist der Schaden so ein bisschen geringer über die Passive, aber nach wie vor ist er einfach nur ein übelst unnormal dummer Jungle-Duellant und du kannst dich mit ihm nicht anlegen. Sobald du auf irgendeiner Lane Prio hast, bist du komplett immun. Na, du kannst machen, was du willst, weil du einfach jedes einzelne Duell gewinnst. Das ist super sweet. Und die Counter, die ja quasi existieren, also Ramos macht einem Urgot schon ordentlich Probleme, dann wird man feststellen, dass diese Probleme nur bis zu einem bestimmten Punkt anhalten. Danach macht Urgot ihn halt trotzdem fertig. Das ist schlimm. Schön, kommen wir nun zum Abstieg der Woche und das sind zwei Kandidaten und zwar einerseits Silas und Lissandra. Beide sehr hart competitive orientierte Picks, okay? Nicht nur im Solo-Queue sind sie, im Solo-Queue ist Silas eigentlich ganz gut vertreten, aber die Winrate von beiden Charakteren ist schon ordentlich runtergegangen und das ist auch verständlich. Der Schmerz ist natürlich entsprechend sehr groß und sie werden auch in eine entsprechende Erholungsphase haben und das Ziel ist ja quasi bei bestimmten Champion ihn als Nischenprodukt anzusehen. Wir wollen ja eine große Palette haben, wir wollen Antworten auf bestimmte Picks haben. Und die Sandra soll ja eine Antwort auf Assassin sein, weil Aftershock funktioniert nach wie vor und nicht default-mäßig einfach gepickt werden können, wie sie Bock hat. Bei Silas sind natürlich die Stats immer noch absolut insane, aber das Ganze wird sich auch mit der Zeit stabilisieren, gerade wenn andere Dinge drumherum noch angepasst werden. Aktuell aber die beiden ordentlich am Leiden. Schön, kommen wir nur zum Bann der Woche. Das ist Morgana. Ihre Bannrate steigt konsistent. Das ist tödlich. Nach wie vor wird sie auch auf zwei Positionen gespielt, auf der Support- bzw. auch der Midlane-Position. Und letzteres ist sehr interessant, da sich da das Freeze-Build durchgesetzt hat, was ebenfalls ganz gut getan hat in den letzten Tagen. Beziehungsweise Bannrate-mäßig nicht gut. Mit dem Morgana-Bann erzielt ihr quasi einen doppelten Effekt. Ihr macht es der Botlane leichter, die sehr CC-heavy sein kann. Und gleichzeitig entlastet ihr die Midlane, denn diese Freeze-Builds, die sind einfach widerwärtig. Das heißt, sie sind super günstig und der Effekt ist einfach auch sehr teamorientiert. Morgana will, dass die Ziele in ihrer Nähe bleiben. Sie will, dass die Leute einfach nur sich nicht oder langsam bewegen, damit das Q und die Ult und der ganze Spaß auch sitzt. Na, und diese Vorbereitung und die hohen Base-Stats, der hohe Base-Damage von ihr, ermöglicht es natürlich quasi, sich nur darauf zu verlassen. Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass das Freeze-Build sehr wenig AP hat. Aber das braucht sie halt auch nicht, weil sie zu einem Unterstützer selbst aus der Midlane-Position heraus wird. Und das ist gar nicht so bad, gerade weil ordentlich viel Cooldown Reduction mitschwimmt. Schön, deswegen kommt man zum Increase der Woche. Und das sind zwei Kandidaten, und zwar Mundo und Garen. Was ist da los? Bei beiden Charakteren kann man es verstehen, weil kleine Änderungen manchmal sehr, sehr viel ausmachen, aber die Winrate, also es ist einfach, also es ist aber wie gesagt sehr, sehr ungesund, wenn Winrates und Pickrates und Bunrates gleichzeitig ansteigen. Das kann ich nicht oft genug wiederholen, weil je mehr Leute jemanden testen, noch nie gespielt haben und damit quasi in Solo gehen, ist immer die Gefahr sehr groß, dass man intet, okay, weil man den Champion nicht kennenlernt. Und wenn diese Noobs in Anführungszeichen, diese Anfänger, die noch nie gespielt haben, gewinnen, dann ist ein Champion wirklich ordentlich overbufft worden. Das eskaliert hier bei den beiden noch nicht so extrem, aber selbst eine Stagnierung der Winrate ist ein Gewinn, wenn man bedenkt, dass er fünfmal so häufig gepickt wird. Und bei Mundo ist das der Fall. Richtig gestört, passt auf die Mundos und Garens. Also die Tanks sind halt wieder zurück, Leute. Es ist dumm. Schön, kommen wir nun zur nächsten Kategorie und zwar der Challenge der Woche. Denn, meine Damen und Herren, Red Bull Stats of Doom is back. Im letzten Jahr haben wir das Ganze ja schon mehrmals gehabt. Na, und diese Seite verbessert nicht nur indirekt meinen Cast, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, durchs League-Spielen Red Bull-Dosen und RP-Punkte zu gewinnen. Naja, und dieses Mal hat der gute Johnny folgende Herausforderung ausgedacht. Und zwar geht es um True Damage. Wer ist der König des absoluten Schadens? Oder die Königin?
Denn Champions wie Ari, Olaf oder Vayne fallen da natürlich einen sofort ein. Vielleicht gibt es aber noch ein paar sneaky Kollegen mit Conqueror, beziehungsweise Kayle ist ja auch gerade not bad. Fakt ist, wir wollen schauen, wie viel True Damage ihr pro Minute an Champions anrichtet. Das Ganze wird selbstverständlich nur im 5 gegen 5 gewertet und im Ranked. Das heißt, kein Controller, jeder muss tryharden. Na, wie bereits erwähnt, gibt es Red Bull Dosen und RP-Punkte zu gewinnen. Das Ganze geschieht wöchentlich und monatlich. Anmelden ist dabei super simpel, ihr geht einfach auf redbullstatsofdoom.com und ihr müsst jetzt nicht in jedes eurer Games einzeln einsenden, sondern ihr meldet euch da an, verknüpft euren League-Namen und dann wird jedes Spiel von euch aufgezeichnet. Funktioniert super smooth und hat bei den letzten Challenges easy funktioniert. Solltet ihr aber dennoch Fragen haben, gibt es in der Beschreibung einen Discord-Server, wo ihr euch austauschen könnt. Und solltet ihr das Bedürfnis haben, eure Ergebnisse öffentlich zu teilen, nutzt einfach das Hashtag StatsOfDoom. Und für diese Challenge habt ihr knapp einen Monat Zeit. Hier sind die genauen Daten. Ich würde mich wieder freuen, wenn ihr reichlich dran teilnehmt, denn ich kann dadurch meinen Cast verbessern, indem ich halt wirklich weiß, wer den meisten True Damage macht. Die letzten Challenges waren da sehr aufschlussreich. Schön, kommen wir nun zu der Mechanik der Woche. Da haben wir quasi einen Champion, der in der LCK gepickt worden ist, und zwar Tahmkench Jungle. Der ist auf jeden Fall relativ witzig, aber mehr mit Utility als alles andere ausgestattet. Ich habe Tahmkench auch sehr gerne auf der Toplane gespielt und es gibt einige Matchups, wo du die Leute zerberstest, wo du sie wirklich nervst und fertig machst, aber im späteren Spielverlauf große Probleme hast, ihn reinzubringen. Bei Tahmkench Split-Push? Nein. Teamarbeit? Ja, aber du musst quasi den W-Spell offensiv theoretisch benutzen, sonst hast du einen zweiten Supporter dabei. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer ihn zu spielen und wer könnte es am besten als die Koreaner. Und die Mechanik hinter dem Pick liegt witzigerweise in den Masteries. Das heißt, dieser Tahmkench nimmt Hail of Blades mit und das ist super schlau. Das heißt, das Engage-Potenzial ist ja so ein bisschen auf die Ultimate beschränkt, beziehungsweise auf die Möglichkeit, den Gegner zu slowen. Das heißt, Righteous Glory ist eine Option oder der Slow über die Zunge. Und die verlangsamt ordentlich, wenn man ehrlich ist. Sobald man dann aber am Gegner dran ist, wird es halt witzig, weil Hail of Blades dafür sorgt, dass du übelste Attack-Speed hast, ne? Und diese natürlich an deinem Gegner via Stacks rauslässt. Das heißt, die nächste Betäubung sitzt, du kannst den fressen, das wird ja auch als zweites maximiert. Und ja, es ist eine einfache Mechanik, eine sehr offensichtliche, aber hier haben die Koreaner einen Platz gefunden, ihn wirklich zu spielen. Weil Toplane, wie gesagt, es macht so viel Spaß, aber du verlierst die scheiß Games, ne? Weil der Impact eines gefeedeten oder eines starken Toplaners, der so ein Kit wie er hat, ziemlich gering ist. Leider, du musst dich halt auf andere verlassen. In Korea können sich die Leute auf andere verlassen. Wunderbar, kommen wir nun zum Outplay der Woche und hier haben wir einfach einen geistesgestörten Pantheon, der nicht nur einen soliden Gank hingelegt hat und mehrere Leute nutzt, sondern auch hier in den Turret reinrennt. Und ich dachte, wenn wir das Bild so freezen, der intet, das ist purer Int, what are you doing? Und dann sehen wir einfach, dass dieser Pantheon mitgezählt hat. Das heißt, mit seinen komischen Sperren war er in der Lage, seine Passive zu triggern, den letzten Auto-Attack vom Turret zu blocken. Damit witzigerweise den gegnerischen EDC reingebaitet und mit dem W den Gegner nicht nur gestunt, sondern auch den Auto-Attack auf dem Weg dorthin ebenfalls geblockt. Das ist einfach nur ein Sweet-Ass-Outplay gewesen, meine Damen und Herren. Sehr stumpf in der Natur an sich, denn Pantheon ist jetzt alles andere als ein komplexer Champion. Aber wir hier bewusst bei dem Dive mitgezählt haben, denn die Pantheon-Passive stackt sich ja mit Auto-Attacks, mit Spells und bei dem W kriegst du instant den Stack. Und das so gut genutzt zu haben, um den letzten Turret-Shot zu blocken und den ersten Shot vom gegnerischen ADC, Alter, beautiful. Wirklich sehr, sehr gut. Und gut, kommen wir zum Item-Bild der Woche. Aktuell spielen die MFs sehr seltsam. Denn MF hat ja kleine Attack-Speed-Buffs bekommen. Das ist auch nett. Naja, und das Ganze versuchen Pros gerade so ein bisschen auszuspielen. Das heißt, Press the Attack wird mitgenommen und Blade of the Ruined King. Na, ein Item, was jetzt demnächst auf dem PB teurer wird. Natürlich aber an sich sehr, sehr effizient. Das Blade of the Ruined King gibt super geile Stats, viel Utility. Guter Itemweg ist auch arschteuer. Das Problem ist, dass man bei MF natürlich Lethality gewöhnt ist. Man ist gewohnt, dass einfach die Abprallschüsse und so weiter, dass die Ultimate doch lächerlich viel Schaden macht. Dieser Punkt kommt ein bisschen spät, aber er kommt, ne? Weil man dann nicht selten auf Crit geht und Blade of True and King quasi als Übergangsphase nutzt und eher darauf setzt, dass dieser MF keinen Burst Damage macht, der ja manchmal sehr unlucky sein kann, sondern eher auf Consistent Damage. Und wenn man ja im Hinterkopf behält, dass Tanks wieder zurückkommen, ist diese MF-Variante ziemlich nice. Sie kann vergleichsweise gut für sich peelen und im Late Game hat sie Crit, was sie nicht nur in der Ultimate an sich umsetzen kann, sondern natürlich auch an den entsprechenden Zielen. Also hier haben wir die MF-Variante, die sich nach einem Item wirklich, und da bin ich ehrlich, super ultra weird anfühlt. Das heißt, wenn du sie spielst, gegen sie spielst, mit sie spielst, es ist seltsam. Aber bei dem zweiten und dritten, wo ja EDCs sowieso glänzen, da fängt diese MF-Variante an, interessant zu werden. Ja, und mit der hohen Grunddetektion, die man hat, schmelzen so ziemlich alle Ziele. Und Gott, kommen wir nur zum PBE-Stuff und da wird Blitzcrank ein bisschen geändert. Denn seine Passive funktioniert ja aktuell so, dass sie ein Schild gibt vom aktuellen Mana. Das ist 50%, jetzt gibt sie 30% des Maximalen. Das ist ein riesiger Unterschied. Denn wenn ein Blitzcrank all-in in irgendeiner Form, das heißt, wenn er hookt, der Gegner hochwirrt
Movement Speed da vorne draufgepackt und ultet, dann hat er in der Regel kein Mana mehr. Okay, er hat wirklich teure Spells. Das hat dafür gesorgt, dass dein Schild vergleichsweise bad ist. Wenn du natürlich mit vollem Mana engaged oder sowas anderes, das passiert aber nie oder ist ultra selten. Das heißt, die Änderung aufs maximale Mana, was quasi offensiv und defensiv funktioniert, bevor er gespammt hast oder nicht, super geil. Und die Power Fist wird dank der Ultimate richtig geil verbessert. Das heißt, normalerweise blitzcrankt die Passive und donnert irgendwo die Blitze völlig random irgendwo hin. Das nervt. Völlig useless. Jetzt sagt man sich so, wenn du deine Power Fist aktivierst, also dein Knock-Up, rechnet man einen massiven Burst-Damage obendrauf. Und das ist absolut wahr. Denn das passt ja quasi ins Kit. Blitzcrank will hooken. Nicht selten maximiert man auch den Hook für den Cooldown und für den Burst. Danach wirfst du den Gegner hoch, was nett ist, aber noch nicht richtig reinhaut. Selten schaffst du es als Supporter einen Schienen oder Trinity Force oder weiß ich was zu bauen. Nun hat man aber beides. Man hat einen starken Initial-Damage auf dem Hook. Man hat einen sehr guten Knockup von der CC und vom Base-Damage her, weil du einfach nur Mana, AP und was weiß ich was noch drauf rechnest. Ist wirklich ein gutes Scaling, zumindest auf dem PBE bisher. Und danach knallst du den Gegner mit der Ulti weg. Und das Witzige ist, sollte es ein Tank sein oder sollte das Ziel sich wehren, hast du einen Schild vom maximalen Mana. GG ist eine übelgeile Änderung für Blitzcrank. Richtig nice. Und Gott, dann kommen wir zum Why der Woche. Und das ist, ich habe nichts Großartiges gefunden, sondern eher was Ekliges, wenn ich ehrlich bin. League of Legends wurde ja in mehreren Sprachen aufgenommen. Wer hätte es gedacht? Und es gibt da so ein paar kleine Spezialitäten, wie zum Beispiel Lissandra. Lissandra im japanischen Alter, das ist einfach ein japanischer Porno, Leute. Die stöhnt da wie... It's insane. Na, sie stöhnt wirklich sehr viel. Du kannst dir die Midlane-Matchups nicht angucken, weil sie einfach nur rumschreit. Na, jeder Auto-Tag ist entweder super schön oder anscheinend sehr anstrengend. Der französische Ramos allerdings, der ist halt ultra weird. Während der Deutsche und der Englische sich quasi auf Coolness verlassen und auf einen ruhigen Charakter, der einfach nur seine Ruhe haben will, so ungefähr, ist der französische Ramos eher wie so ein Djinn. Na, der labert da, der hat doch eine ganz andere Mentalität. Die Stimmfarbe ist auch völlig anders. Attention. Si vous le dites, une petite tape dans le dos. Der klingt auf jeden Fall so, als wenn der Kunst als Hauptfach hatte. Noch einen leichten Touch von einem Französischlehrer hat. Es klingt halt lächerlich insane. Das heißt, Französisch als Sprache ist für viele wunderschön. Aber ich habe das Gefühl, dass die Betonung und die Farbe überhaupt nicht zu Ramos passt. Ist wie gesagt Geschmackssache auf jeden Fall. Aber ich fand, also ich hab mich nicht gut gefühlt. Und in der Kommentarsektion sieht man auch, dass einige Leute... Ja... ja, es ist schlimm. Das würde dir 1 von 5 Ys, weil es einfach nur, man hat es ja nicht. Aber es muss ja quasi auch für einen französischen Leutspieler ein Kulturschock sein, wenn sie den englischen oder deutschen Kleinen meinetwegen verwenden und diese andere Ramos-Version hören. Ist absolut gestört. Was soll's. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Schaut auf jeden Fall in die Beschreibung. Red Bull Stats of Doom hat ja dieses Video gesponsert und tobt euch da entsprechend aus. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.